Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Overwatch. Ich wurde jetzt endlich mal dafür freigeschalten. Inzwischen Gold Nummer 2. Offiziell wird es, glaube ich, bei Gold Nummer 1 in ungefähr 150 Wins. Hat bei mir anscheinend ein bisschen länger gedauert. Ich musste erst Gold Nummer 2 werden, wie es ausschaut. Obwohl ich das auch schon ein bisschen länger jetzt bin. Egal, auf jeden Fall gestern Abend wurde es freigeschalten. Und da wird es Overwatchen. Wenn ich weiß, was Overwatch ist, hier gibt es so eine nette Erklärung. Ich habe extra mal auf Deutsch gestellt, damit ich es auf Deutsch vorlesen kann, damit ich es jetzt nicht simultan übersetzen muss. Lesen wir mal vor. Willkommen zu Overwatch Beta. Overwatch dient der CSGO-Community zur eigenen Überwachung, indem es qualifizierten, erfahrenen Spielern Ermittlern die Möglichkeit gibt, Berichte über störendes Spielverhalten einzusehen, diese zu prüfen und die betreffenden Spieler, wenn nötig, temporär zu sperren. Wenn sie teilnehmen, erhalten sie die Aufnahme, ca. 10 Minuten eines Spielers, welcher des störenden Spielverhaltens beschuldigt wird und können anschließend ein Urteil abgeben. So, dann kann man hier halt normalerweise erst laden, das habe ich schon mal im Vorhinein gemacht und jetzt könnte man dann das Ganze anschauen. So, bevor ich jetzt das mache, noch so ein paar Kleinigkeiten, auf was man so alles achten kann. Also so, man kennt, glaube ich, die Klassiker, eben Wallhack, ESP, Aimbot, Triggerbot. Ja, ich denke, das sind so die gängigen. Dann gibt es natürlich die sehr offensichtlichen, wie eben Spinbot und was weiß ich nicht alles. Das wird es da, also das kann es dort theoretisch alles geben. In diesen Fällen gibt es auch und zu mal Griefing. Das ist, ich sag mal, eher die langweilige Variante vom Overwatch, weil das ist erstens A, sehr offensichtlich, zweitens sieht man, ist es, ja, egal, jemandem beim Griefing zuzuschauen ist, glaube ich, jetzt nicht so toll. Okay, jemandem beim Hacken zuzuschauen ist wahrscheinlich auch nicht gerade so das Wahre. Okay, obwohl Overwatch macht eigentlich Spaß. Und weißt du, wenn ich bei anderen YouTubern solche Folgen anschaue, mir macht es eigentlich schon Spaß herauszufinden, hat er einen Hack an? Hat er den wirklich an? Schaut das gerade nur so aus, weil wir werden es dann gleich sehen. Wir haben sozusagen auch so eine kleine Unterstützung, so, das kann man mit ESP gleichsetzen, in so eine X-Ray-Sicht, wo wir die Spieler sehen. Ich habe auch schon mal aus unserem eigenen Match, mit eigenen Matches, habe ich mal auch einen Wallhacker mal gezeigt, beziehungsweise ist es die Frage, ob es wirklich Wallhack war, weil Wallhack ist ja eigentlich das Fehlen von, also Hack wäre, dass irgendwie Wände fehlen, also nicht sichtbar für ihn sind. Und ESP wäre ja mehr, dass er zum Beispiel Models hinter einer Wand sieht, die Wand aber auch sieht. Ja, das ist ein bisschen, ich weiß nicht, wie weit es fließend übergeht, aber ungefähr so kann man sich das Ganze vorstellen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte es mir jetzt mal so ein bisschen einleitend machen. Genau, was ich jetzt noch fast vergessen hätte zu sagen. Dieses Overwatch, das sehen nicht nur ich alleine, sondern es gibt verschiedene eben Ermittler, wie es hier dran stand, die das Ganze anschauen können, damit es halt nicht von einem Ermittler sozusagen abhängt, sondern dass sozusagen dass mehrere beurteilen. So, jetzt können wir aber mal reinschauen. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Das wird auch für mich das erste Mal sein. Und schauen wir mal, was es da zu sehen gibt. So, was noch besonders ist, Namen werden hier sozusagen anonymisiert, sprich, die kriegen irgendwie random Namen. Nur unser Cheater, Hacker im Zweifelsfalle, wird The Suspect genannt, wie wir dann gleich sehen werden. So. Na, später den Adobe. So. Machen wir kurz erstmal hier ein Päuschen. Kann ich noch ein paar Sachen erklären? Gut, man sieht jetzt hier, Namen sind natürlich alle eben anonymisiert. Man sieht auch keine Profilbilder. Hier The Suspect. Ich mache das jetzt alles nur beim ersten Mal so, das wird jetzt nicht jedes Mal so ablaufen. Ich werde jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten noch erklären, was hier noch so abgeht. Hier sieht man, welche Runde wir gerade sind. Runde 7. Die Antiterrors haben gerade mal eine Runde gewonnen. Okay. Ich dachte, dass ich jetzt muss ich anmachen. Wir spielen gerade scheiße. Die Terrors gerade 5 Runden. Wir spielen auf der Karte Cash. Wie man es auch nennen will, es gibt da verschiedene Auslegungssachen. Unser Suspect hat 7 Kills, 6 Tode, hat sogar ein 4K mal gerissen und eine Headshot-Rate von 85%. Okay, wie schaut es denn allgemein aus? Kann ich das hier sehen? Ah, allgemein, das Suspect ist gerade auf Platz 1, haben die letzte Runde gewonnen, die 5 vorherigen haben die Tees gewonnen. Okay, das sehen wir auch noch. Oh, der Frog im Gegnerteam ist aber auch ziemlich stark mit seinen 14 zu 2. Okay, mal schauen, wie das Ganze wird. Wir werden uns das Ganze mal anschauen. Und ja.
Ach ja, ich habe ja noch gesagt, wir haben sowas wie einen Röntgenblick. Der ist jetzt da drüben eingeschaltet. Kann ich auch ausstellen, aber ist ein bisschen sinnfrei. Deswegen schauen wir mal, was wir hier sehen. Schauen wir mal, was wir sehen. Ja, sehr intelligent. Was machen die zwei da eigentlich? Der trollt da so ein bisschen rum. Okay. Action ist schon mal auf A gewesen. Okay, mal schauen. Flashes. Okay. Oh, hat der gerade geprefired? Okay, kann jetzt auch da. Okay. Okay, okay. Moment. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen weniger reden, weil ich ein bisschen aufs Spiel konzentrieren werde. Also nicht wundern. Okay. Ich vermute mal, er wird Wallhack oder dergleichen haben. Weil er ziemlich prefired. Oh, hat er jetzt auch noch einen Aimer an? Weil da gingen ein paar schöne Headshots rein. Okay, werden wir sehen. Okay, jetzt verschwindet er wieder. Die sind nicht so aggressiv wie vorher. Aber das müsst ihr eigentlich sehen, wenn er einen Wallhack hat, dass er ein paar auf B sind. Dann entscheidet sich doch wieder zurückzugehen. Okay, holt sich den direkt da aus der Luft. Junge, da ist eine Wand. Hast du den nicht gesehen? Das Pre-Aim, ey. Okay. Okay. Ich persönlich finde, dass sowas wie Triggerbot Aimbot sehr schwer zu erkennen ist bei manchen Quellen. Okay, natürlich gibt es, wenn sie es sehr offensichtlich machen, das ist natürlich sehr klar, aber es gibt ja auch sowas wie Silent Aim und was weiß ich, wo es nicht so auffällig ist. Er traut sich jetzt nicht. Er traut sich nicht. Er weiß, dass da einer steht. Er traut sich nicht. Er hat garantiert einen Wallhack. Er hat sich jetzt nicht getraut, davor zu gehen, weil abgeämmt wurde. Obwohl er sonst sehr aggressiv spielt. Okay, erstmal abchecken, wo sind die anderen? Da ist der nächste. Ja, der hat sowas von an. Also Wallhack auf jeden. Hast du Smokes? Das ist die Frage. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen bei einem Wallhack. Okay, aber Aimbot scheint schon mal nicht zu sein. Trigger. Ich weiß nicht, ob ich vorhin jetzt nicht so genau drauf geachtet. Okay, den zieht jetzt knallhart durch. Hat sich jetzt nicht umgeschaut, wo der letzte ist. Okay, jetzt ist sowieso wurscht, sein Mate macht das hier. Okay, den Vision Assist kriegt er auf jeden Fall von mir. Aber ich glaube, Aim hat er nicht. Also Aimbot glaube ich auf jeden Fall schon mal nicht. Obwohl vorher das mit den Headshots, das kann man dann doch so ein bisschen. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich mir das nochmal anschauen. Weil ich da nicht ganz aufgepasst habe. Okay. Vielleicht waren es auch ein paar lucky Headshots. Okay, zwei sind noch in der Mitte. Drei. Ja, natürlich! Junge, da war noch eine Smoke, die dann aufgehört hat, weiter zu schießen. Ja, ja, jetzt noch alibimäßig reinschießen, ist klar, ist klar. Ja, ja. Ist klar. Er spielt auch immer irgendwo. Ja, das sind ja die Leute. Er will mal den Hermate dazu werfen. Das ist okay. Die hat gesessen. Smoke, du siehst es sowieso nicht wahrscheinlich. Ja, jetzt tut er noch so. Ja, ja. Komm, mach's doch, René. Geht doch.
wie ist es dann noch vertuschen wollen, wenn es doch sowieso schon ein paar Mal obvious war? Freut mich ja schon fast, dass wir diesmal hier einen recht eindeutigen Fall haben. Ich habe gestern Abend noch, da ist eine Wand dazwischen, da kannst du nicht wallbangen. Obwohl, kann man da wallbangen? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Vielleicht mit der AWP. Wo ich das Aim immer noch irgendwie komisch finde. Ich schaue mir das nochmal später in Ruhe an. Oder ich sehe jetzt nochmal was Eindeutiges. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil es dürfte jetzt bald eigentlich die letzte. So, das würde so das Ende langsam sein. Okay, den hat er gehört. Der wurde aber auch gehört. Zielt denn der auch hin? Okay. Ha, ich hasse es sowas, weil Triggerbot kenne ich immer so schlecht oder Aimbot. Aber ich hätte gesagt, Aim nicht. Also den hat. Also das hier hat auf jeden. Das hier hat auf jeden Fall drin. Sonst hat er, glaube ich, nichts dran. Grieft hat er jetzt, glaube ich, auch nicht. Höchstens der eine hat eher ihn gegrieft, also ihn weggeblockt hat. Ah, mit dem tue ich mich halt so extrem schwer. Vielleicht schaue ich es mir nochmal an. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr ihm geben würdet, aber ich. Hier, Beweise eindeutig und ohne Zweifel. Ich habe gerade Zweifel, eben weil ich mich da nicht so gut auskenne. Das ist eben. Also, da noch nicht so erfahren bin in dem Bereich, was Aim und Triggerbot angeht. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass Aim. Das ist irgendwie komisch. Ich weiß es nicht. Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr entschieden hättet. Also ich denke, der hier wird ohne Zweifel sein. Bloß bei dem hier, da muss ich noch ein bisschen mich selber schulen. Ich gebe ihm mal... Okay, der ist ja sowieso eindeutig. Also wenn, dann wird er sowieso rausgeschmissen. Also ist eigentlich egal, ob ich jetzt, was ich jetzt hier eigentlich drücke, hätte ich jetzt gesagt. Ich sage einfach mal dem hier, weil ich mir unsicher bin. Wenn ich mir unsicher bin, dann... Hier steht dran, Beweislage eindeutig. Achso, ihr könnt ja auch noch vorlesen, was überhaupt steht. Das ist ja immer noch das erste Overwatch. Ich bin da schon noch so drin, weil ich ja gerne andere anschaue und da weiß ich sowieso, was da dran steht. Außerordentliche Störung Zielhilfe. Bei der Überprüfung des Beweismaterials wurde jedes Mitglied der CSGO-Community zu dem Schluss kommen, dass der Verdächtige eine externe Software benutze, um seine Zielsicherheit zu verbessern, beispielsweise automatisches Zielen, Verminderung und Unterdrückung des Rückstoßes und so weiter. Wie gesagt, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, auch wenn ich der Meinung bin, dass sein Aim an manchen Stellen irgendwie komisch war. Vielleicht, keine Ahnung, ich werde es mir vielleicht nochmal anschauen. Ich kann mir das hier in der Aufnahme nochmal anschauen. Ich werde mir aber wahrscheinlich hier den hier lassen. Sichthilfe bei der Überprüfung des Beweismaterials, bla bla bla, dass der Verdächtige eine externe Software nutzt, um Informationen über den Standard seiner Gegner zu erlangen. Beispielsweise sich durch Wände oder Rauch, Verminderung der Unterdrückung des Blendgranateneffekts und so weiter, hat er garantiert an. Anderweitig externe Hilfen bei der Übertragung, lalala, dass der Verdächtige andere externe Software als die oben aufgelistete benutzt, um einen Vorteil über seine Gegner zu erlangen. Beispielsweise Speedhacks hat er jetzt nicht gehabt, automatische Sprungskripte habe ich jetzt nicht gesehen. Umgekehrte Kameraperspektive, interessant, das wohl ausschauen wird, habe ich jetzt auch nicht gesehen. Also sowas habe ich jetzt auch nicht gesehen. Spielbehinderungen, also Griefen und so weiter bei der Übertragung, lalala. Dass der Verdächtige ein Verhalten zeigt, das störend, unsportlich und oder unsozial war. Beispielsweise absichtliches Behindern von Teammitgliedern oder der Versuch, diese zu verletzen oder von diesen verletzt zu werden. Nee, war ja auch nicht drin. Also der hat ja noch so eigentlich dann nochmal gespielt. Ich werde es dazu abgeben, ohne hier mit unzureichendem Beweis. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich werde es wahrscheinlich in der Aufnahme nochmal anschauen. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie ihr entschieden hättet. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann und tschüss.